Hi und willkommen zurück bei Jurassic World Evolution. Wir haben beim letzten Mal hier hinten ein neues Gehege gebaut, einmal dieses Pflanzenfressergehege und hier oben auch eins. Ich würde die jetzt gerne noch ein bisschen umbauen und hier ein neues Gehege ransetzen mit diesen anderen Zäunen hier. So, mal gucken. Ja. Das passt schon mal. Dann müssen da auf jeden Fall ja Tore rein. Da passt eins hin. Und da passt auch eins hin. Sehr gut. So, dann ist das hier safe. Hier unten nehme ich jetzt mal das, ups, das Wasser weg, wollte ich sagen. Ja. Oh, Wasser weg. Okay. Hier drüben gibt es Wasser drin. Genau. Und jetzt müssten wir schauen, dass wir hier von den Zäunen auch noch was bauen. Wir müssen nur halt gucken, es führt ja da lang und reicht da nicht weit genug rüber, wenn ich das gerade richtig sehe hier. Mal gucken, dass das hier noch weitergeht. So. Zack. Wunderbar. Können wir die Zäune hier rausnehmen. Jetzt ist das Gehege hier ein bisschen übersichtlicher und größer. Sehr schön. Und hier unten kommt dann auch noch eins hin. Dazu brauchen wir mal wieder den Ausguck. Machen wir mal so. Ja, ich glaube, so ist es ganz okay. Zack. Und setzen hier gleich die besseren elektrischen Zäune ran. Die dann so da nach oben gehen. Mal gucken, wie weit das hier reicht. Das reicht wahrscheinlich weiter als das andere. Große elektrische Zäune. Zack. Genau, so sieht das gut aus. Und dann setzen wir hier ein bisschen Wasser rein. Hatten das gleich beide. Nicht verbunden, irgendwas ist nicht verbunden, wahrscheinlich von den Wegen her, logischerweise hier. Ja. Weg ran, passt es wieder. Okay. Sieht gut aus. Hier müssen wir allerdings diese anderen Zäune noch umsetzen, sonst haben die hier natürlich, kommen die darüber. Das wäre natürlich nicht so praktisch. Okay, sieht besser aus. Alles klar. Einmal eingezäunt. Perfekt. Fossile sollen wir uns beschaffen. Insgesamt ist die Parkbewertung hier voll in Ordnung. Annehmbare Zufriedenheit, annehmbare Kapazität. Das heißt, wir bräuchten wahrscheinlich noch Hotels. Guck mal, hier ist ja auf jeden Fall noch viel Platz. Genau, wir haben jetzt auch eine Sturmwarnung. Mal schauen. Hier Gäste erstmal. Da ist schon verbaut. Wieso ist denn hier verbaut? Da irgendwie noch. Reißt das jetzt erstmal ab hier. Hier irgendwo noch Wasser zwischen oder so? Schwer zu sagen. Hier scheint irgendwo noch ein Tümpel zu sein. Anzoomen. Sieht's okay aus. Und wir müssen mal gucken, was genau. Das hier. Oh, das ist kaputt. Da müssen wir ein Ranger-Team hinschicken. Okay. Hier vorne haben wir die Dinos drin. Das ist auch sehr schön so. Hier gibt es das erste große Hotel. Und hier hinten kommt dann quasi das zweite ran. Was genau ist hier denn verbaut? Was soll denn hier verbaut sein? Da ist doch gar nichts drin, oder? Jetzt nehme ich hier doch beim Landschaftstool nochmal die Bäume weg. Sehe ich hier nichts. Oh, hier hinten. Ah, da ist noch ein kleiner Tümpel gewesen. Nicht, was hier verbaut sein soll. So, neuer Versuch. Gäste. Verbaut. Womit denn verbaut? Hier ist doch gar nichts. Hier passt es dann hin, ja? Da nicht.
Weil hier... Was soll denn hier sein? Ich sehe nichts. Auch nichts. Hier, die laufen dahinter. Irgendwo haben wir noch was zum Ausbrüten gehabt, habe ich gerade gesehen. Vielleicht hier? Nee. Was stand doch mit Hammond, Labor und Ausbrüten? Oder habe ich jetzt schon wieder irgendwo was falsch gesehen? Mann, was ist denn hier? Gut, was wir auf jeden Fall wollen, sind zwei von den großen Dinos, von denen hier. Ausbrüten und ausbrüten. Super, die kommen dann hier drüben rein. Nee, nicht mit der Ziege, mit dem anderen Teil. So, zack. Wunderbar. Jetzt muss ich halt doch gucken, dass ich hier irgendwie das Hotel hinbekomme. Verbaut. Doch nicht. Ich guck mal hier, ob ich hier Strom hinkriege. Auch verbaut. Was steht denn da verbaut? Passt es wieder. Auch rein. Verbaut. Okay. Gut, dann kommt das Hotel hier hin. Ist mir egal, wir haben ja ein bisschen Platz. Führt daran. Strom haben wir hier gerade nicht. Heißt, ich bin mal hier irgendwie lang. So. Dann müssen wir natürlich auch mal gucken, wie es mit unserem Strom allgemein ausschaut. Hier vorne haben wir ja diese Kraftwerke. Und die werden wir jetzt mal updaten. Bessere Leistung. Ausfallschutz. Hier auch. Verbesserte Leistung. Ausfallschutz. Oh. Mann. Man ist immer... Naja, egal. So, das ist noch nicht so ein Riesenproblem hier. Dieses Mikromanagement ist in Ordnung. Macht man ja nur einmal und dann passt das. So. Gucken wir mal. 97. Okay. Hier läuft also noch alles. Wir haben deutlich mehr Strom, als wir derzeit brauchen. Wir bringen Leute in unseren Park. Hier haben wir eine geringe Vielfalt, wir haben gutes Wohlbefinden oder großartiges sogar. Bei der Kapazität müssen wir jetzt gucken, dass wir da noch nachlegen. Sollte mit dem Hotel dann aber der Fall sein. Guck ich mal. Genau, hier passen jetzt auch noch Gebäude hin. So, mal hier mal ein Restaurant ran. Zack. Und was brauchen wir hier noch? Kleiderladen, Spielwarenladen, Bowlingbahn. Hier würde eigentlich eine Bowlingbahn auch gut hinpassen. Weil wir hier ein bisschen Platz haben. Oh, wenn ich das hier so weiterziehe. Bowlingbahn. Hier auf die Seite. Und dann hier noch was zum Einkaufen. Spielwarenladen. Ja, okay. Schau mal. Der passt da noch ran. Super, dann haben wir hier hinten für die ein bisschen Platz. Ich gucke mir mal das Thema an. Überschaut es hier. Okay. Dann würde ich hier oben versuchen, das Gehege noch so ein bisschen umzubauen. Dass es hier so abschließt. So. Wunderbar. Hier oben unseren Weg weiter, der dann mal hier runterführen soll. Möglichst nah am Zaun lang. Ich finde es einfach schön, wenn die so ein bisschen näher am Zaun lang gehen, weil die Besucher dann quasi, auch wenn die von der Spielmechanik her anscheinend dann nichts von haben, halt an diesen Gehegen schön vorbeikommen. Hier müssen wir mal gucken. Ich muss jetzt da lang gehen und dann da ran. Bei der Wissenschaftsabteilung ist beeindruckend. Super. Genau, hier ist jetzt unser erster Fleischfresser unterwegs. Wir lassen die beiden Kollegen mal frei. Die sollen dann darüber gehen. Ja. Trotzdem kriegen die aber auch noch ein bisschen Wald hier. Also gar kein Wald geht ja auch nicht.
Mal hier ein bisschen hin. Na? Hier unten. Weiter so. Ah, hier den Auftrag haben wir abgeschlossen und wir müssen so einen kleinen Pflanzenfresser besorgen. Wissen Sie, Isla Sorna ist ein harter Brocken, doch die Unterhaltungsabteilung auf der Insel ist Feuer und Flamme für Sie. Dafür werden Sie auch belohnt. Expeditionskarte. Wir haben irgendwas für die Expedition nicht gebaut. Oh, oh, oh. Was fehlt uns denn da? Hier, hier haben wir jetzt irgendwas frei. Fossiliengebiet. Hä? Das ist ja lustig. Okay, aber wir haben irgendwas hier vergessen. Expeditionszentrum haben wir nicht gebaut. Ui, ui, ui. Ja. Müssen wir natürlich gucken, wo das vielleicht noch hinpasst. Hier hinter sieht nicht gut aus. Hier würde es noch hinpassen. So, super. Dann brauchen wir das hier hinter. Passt hier noch ein Weg lang? So aus. Ja gut. Bin das hier dran vorbei. Ah. Hier hinten ist leider kein Platz mehr, wenn ich das richtig sehe, um hier noch irgendwie... Hier würde noch ein Kraftwerk ranpassen. Dann bauen wir hier ein Kraftwerk noch ran. Zack. Damit wir es einfach schon mal geplant haben. Hier hinten ist kein Platz mehr. Hier können wir es aber vielleicht wenigstens noch ein bisschen nett machen. Indem wir hier einen kleinen See hinbegeben. Einen kleinen See hinsetzen, damit es hier um das Hotel schön ist. Wunderbar. Sieht super aus. Hier machen wir das Tor mal wieder zu. Nicht, dass der da wieder rausläuft. Gucken uns hier den Kollegen mal an. Sozial, genau, geht so. Und bei den anderen Sachen ein bisschen mehr Grasland könnte es sein. Wald hat er eigentlich zu viel. Gut, dann ist okay, mein kleiner Freund. Reißen wir dir hier wieder ein bisschen Wald ab. So. Jetzt schöner. Ah, ich glaube, er fühlt sich jetzt ein bisschen wohler. Vorne vielleicht auch. Oh, eine Palme nur drin. Gut. Was zu fressen gibt's? Zu den Fossilien? Ah ja. Fossilienzentrum fertig geworden. Sie haben die Missionsziele erreicht und den Sieg errungen. Nichts anderes hätte ich erwartet. Genau, und dann können wir jetzt hier auf der Expeditionskarte nach neuen Sachen suchen. Gucken bei den Fossilien nochmal rein. Sachen hier zum Extrahieren, zum Verkaufen. Wir brauchen natürlich ja auch neue Dinos wieder. Da hinten, also ich würde ja hier gerne so einen Fleischfresserpark machen. Dann kann ich das hier nämlich einmal ordentlich schützen. Was ich auf jeden Fall dann noch brauche, ist so ein Teil hier. Damit die Leute auch entsprechend wegkommen, wenn irgendwas ist. Hier aber leider nirgendwo mehr ran, oder? Hier vorne vielleicht? Steht verbaut. Und wenn ich hier... Lass die Teile mal ab für das hier lang. Da drüben ist noch ein Teil. Okay. Reiß ich den dafür ab und dann gucke ich mal, ob ich das hier vielleicht noch zwischenkriege. Ah, schade. Passt nicht. Vorne würde es ranpassen. Aber hier hinten wäre es natürlich deutlich besser. Wenn wir das hier so bauen, auch keinen Sinn. Gut, da passt es nicht mehr ran. Auch nicht. Dann bauen wir das doch hier ans Hotel. Das ist ja auch gar keine so blöde Idee, dann können die Leute vom Hotel quasi gleich da reinflüchten. Okay, jetzt habt ihr sogar ein Problem mit dem Weg, der hochführt. Kann doch nicht sein.
Meine Güte, was genau ist denn hier jetzt verbaut? Ich muss drüben was auffüllen, Leute. Ich habe keine Zeit für den Kram. So, jetzt geht's. Genau, irgendwo muss ein Ranger-Team Essen auffüllen. Hier, damit die hier nicht verhungern. Wir haben aber zwei, das ist also gut. Gucken bei den Fossilien rein. Kaufen. Extrahieren. 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 Und schick den Kram hier gleich wieder los. Torosaurus, was weiß ich. Genau. Perfekt. So, dann werden wir hier hinten aber die Gehege jetzt umbauen. Und zwar mit diesem besseren Zaun hier. Genau hier. Machen wir es dann gleich anders. Führen den hier rüber. Haben die hier unten nämlich ein bisschen mehr Platz. Na? Gucken wir das von oben mal an. Besser. Ich müsste jetzt hier nochmal schauen, ob ich irgendwo hier irgendwo noch Zaunteile zwischen sind, die noch nicht ersetzt sind. Hier hinten ist klar. Hier ist alles okay. Okay, sieht super aus. Dann können da oben eigentlich auch noch Fleischfresser rein. Ich würde ja gerne mal andere nehmen. Ich muss mal gucken, was wir hier haben. Also wir haben auf jeden Fall noch den Tyrannosaurus. Wir haben die beiden hier. Deinonü irgendwas. Weiß nicht, wie die sich so mit anderen verstehen. Deinonü. Den sollten wir vielleicht dann nochmal in die Forschung mit reinsetzen. Genau, hier fahren die Leute hin. Gucken sich hier die Dinos an. Sollte eigentlich ganz gut besucht sein. Wir gucken mal hier aufs Kraftwerk. Okay, das hat jetzt 0 hier. Dann packen wir hier aber mal eine verbesserte Leistung rein. Ausfallschutz und natürlich die reduzierte Unterhaltskosten. Guck mal hier. Gewinn. Boah, Gewinn ist schon wieder richtig gut. Wir können also durchaus mal bei den Fossilien reinschauen. Was hier? Verhelfen Sie einem Dinosaurier? Nein, ich will keine Kämpfe. Anosaurus ist gut. Schade, den können wir nur verkaufen. Hier, oh, was ist das? Chasmosaurus-Fossil. Cool. Aber wir brauchen, und jetzt gehen wir mal gezielt davor, diesen... Irgendwas mit Dai war das. Gibt's den? Sehe ich den? Doch, hier gibt es den auch. Okay, dann schicken wir es noch dahin. Irgendwo gibt es eine Futterstation zum Auffüllen. Die hier. Nachschubanfrage bestätigt. Okay. Wobei, nee, wartet mal. Wir nehmen die raus. So, und ich setze hier gleich einfach zwei hin. Eine da. Zu nah am Dinosaurier. Und eine da. So, dann hat er hier gleich zwei. So, gehe ich mal hier oben hin. Der hat auch nur eine. Bauen wir eins dahin. Reißen die ab. Und bauen noch eine... Ja, hier ist zu nah am Dino, ich weiß. Aber die lassen mir ja gerade keine Wahl. Ich könnte da hinten noch eine hinsetzen oder hier. So, okay, dann machen wir es da. Denn jeder soll zwei haben. Und hier natürlich auch. Das heißt, ihr kriegt hier noch eine Ziege rein. Und freut euch dann hoffentlich, wenn ihr die Ziege jagen könnt, ne Leute? Guckt mal da, eine leckere Ziege. Schnappt sie euch. Hm, wie ist es? Nicht? Ihr habt beide keinen Hunger wahrscheinlich, ne? Geht so. Okay, alles cool. Alles gut, mein Kleiner. Die kommen da drüben rein. Oh, und jetzt gucken wir mal hier hinten. Wäre ja noch Platz. Wow, falls ich leicht zu beeindrucken wäre, würden Sie es mit diesen Zahlen schaffen. Hier hinten ist noch Platz. Für zum Beispiel neue Gehege. Wir müssten dazu so ein Hammond-Labor bauen. So, zum Beispiel hier.
müssten es eigentlich näher hier ransetzen, ne? Wieso gibt es denn hier jetzt Terrainbeschränkungen? Okay, wir bauen es dahin. Schließen das hier an die Straße an. Und müssten jetzt gucken, dass wir hier, nämlich bis da, hier so eine Tribüne hinbauen. Und die müssen ja möglichst weit hier ran, oder? So bauen, ist auch ganz cool. Wohin geht es bis da? Ja. Zack. Und dann brauchen wir, hier hinten mache ich jetzt auch mal Pflanzenfresser rein. So einen schweren Stahlzaun. Zack. Hier geht's weiter. Am besten hier nahe lang, damit die Zuschauer hier richtig glücklich sind. So, hier hinten führt dann der Weg entsprechend an der Grenze lang. Grenze ist gut, also an dem hier, ne? Ihr wisst, was ich meine. Doch, es ist ja eine Grenze, die Kartengrenze quasi. Ja. Führt hier hinten rum. Genau. Und hier führt das Ganze entsprechend hier lang. Mal gucken, da führt das lang, okay. Um dann hier das ein See irgendwie hier irgendwo nach hinten weiterzuführen. So, haben wir hier ein sehr großes Gehege. Müssten mal gucken, dass wir hier noch Sachen setzen, damit die was sehen. Hier sieht man jetzt so. Würde hier natürlich schön was hinpassen. Wenn man das hier so ransetzt. Hier gibt es jetzt Beschränkungen, ja. Vorne wäre noch eine Möglichkeit. Dann sehen die da natürlich kaum was, ne? Hier. Das ist eine gute Idee. Dann baue ich hier hinten dafür den Weg noch ein bisschen in der Kurve hier rein. So dass der weiter hier lang führt. Und der ein bisschen weiter hier lang. Na? Super, das Ganze wird angeschlossen an das Wegesystem. So. Und dann setzen wir den Bau von diesen Teilen hier fort, von den Zäunen. Ich hoffe, wir kriegen hier ein schön großes Gehege hin, damit wir viele von den Dinosauriern hier zusammenführen können. Na? Hier guck ich mal. Können wir ja so bauen. Wunderbar. Wird dann hier irgendwo ran, schätze ich mal. Das ist hier jetzt verbaut. So, okay. Einmal geschlossen und ein schön großes Gehege, was wo es an Strom fehlt, sehe ich gerade. Das sollten wir aber mit einer Trafostation hier lösen können. Ja. Hier und dahin angeschlossen und führt natürlich irgendwie was da nach hinten und muss hier auch noch eine Trafostation irgendwo kriegen. Mal, noch, kann ich irgendwas so ein bisschen an die Ecke dahin setzen, müsste auch zu beiden reichen. Ja. Könnte funktionieren. Super, dann ich reiß mal hier erstmal ein bisschen von dem Wald ab. Erstmal so, dann hier vor allen Dingen, dass man vor den Tribünen ordentlich was sieht. Unten ist irgendwie noch ein bisschen zu viel das Wasser. Also hier soll jetzt kein Wasser sein. So. Dafür kommt hier ein kleiner Teich hin. Und da, ja, der ist mir zu groß, auch noch ein kleiner Teich.
Dann reiße ich von den Bäumen, die hier zwischen sind, ein bisschen was weg. Baue hier zwei von den Futterstellen rein. Eine da. Eine da. Das hier mit dem Wasser gefällt mir auch noch nicht. Da. Geht hier ein bisschen weiter nach hinten. So. Wunderbar. Hier kommen natürlich zwei Upgrades rein. Erfolgsrate. Erfolgsrate. Super. So, dann können wir hier bei den fossilen Teilen mal vorbeischauen. Und wo sind sie? Hier, Fossilien. Super, den haben wir. Da haben wir was gefunden. Das, boah, können wir verkaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Und schicken die gleich nochmal los hier. Der Ceratosaurus haben wir natürlich. Den wollten wir erforschen. Da wollten wir mehr DNA finden, heißt es ja dann eher. Oh, und dann schicke ich einfach mein Team noch dahin. Okay, passt. Guck mal hier rein. Was wir hier jetzt schon haben. Anosaurus 81. Ja, okay. Parasaurus. Dieser Parasaurus, der lebt doch so in großen Gruppen. Wenn ich mich recht erinnere, oder? Da brauchte man ja dann viele von. Die wären hier vielleicht ganz toll in diesem großen Gehege. Würde ich sagen. Ja. Na gut, dann wo sind die Para? Hier, Parasaurolophus. Ist mit 40. Ja, okay, die brüten mal so aus, wie sie sind. Wunderbar. Dann losgehen. Gucken wir mal hier unten mal so ein bisschen auf die Bewertung. Geringe Vielfalt haben wir noch das Problem. Wir haben eine hohe sehr hohe Kapazität und annehmbare Zufriedenheit. Bei der Einkaufsbewertung müssten wir nachlegen und bei der Nahrungsbewertung. Mal gucken hier. Wenn wir hier erstmal das andere verkaufen und hier ein paar Sachen einstellen. Darüber hinaus hier mehr Leute dazugeben. Spielwarenladen, wie sieht es hier aus? Wir kaufen hier auf jeden Fall Plüschdinos für 12. Personal. Können wir auch ein bisschen mehr machen. Drüben ist eine Bowlingbahn. Ja, so, für 20. Auch ein bisschen. Oh. Boah, die ist aber gut gefragt hier, die Bowlingbahn. So, okay. Hat das Thema jetzt auch gelöst. Wir könnten später überlegen, ob wir vielleicht das Kraftwerk hier noch wegreißen und hier noch mehr Entertainment reinsetzen. Werden wir dann sehen. Vorne gucke ich mal hier vorbei. Dino-Häppchen, Dino-Speise für 12. Mit mehr Leuten. Okay, so. Hier ist ein Souvenirladen. Der verkauft das für 20. Auch mit mehr Leuten. Gut. Ja. Hier drüben haben wir noch den Kleiderladen, den mache ich noch schnell. Mit dem Dino-Shirt für 20. Na komm, 20. Okay. Super, und dann gucke ich jetzt hier nochmal. Wir schaffen sie mindestens Dinosaurus-Genom. Machen wir. Kriegen wir hoffentlich hin. Erfolgreich ausbrüten, kleinen Pflanzenfresser. Okay. Kriegen wir, glaube ich, demnächst auch hin. Schauen jetzt hier mal. Ja, sieht es schon besser. Viel, viel besser bei der Bewertung. Super. Hier drüben ist es jetzt so, wir haben hier... Wie sieht denn das bei den Eingängen, bei den Gehegen aus? Das sehe ich doch von oben. Ich habe hier ein Tor. Hier habe ich kein Tor. Er nutzt quasi jetzt dieses Tor zum Einfahren für die beiden Gehege. Damit kann ich leben. Hier muss aber auf jeden Fall ein Tor hin. Müssen wir natürlich mal gucken, wo wir dieses Tor setzen. Das hat hier keinen Sinn. Hier gerade aufgeblinkt. Nee. Hier passt das Tor nirgendwo gut ran. Wenn wir das da hinsetzen, der kommt da durch, oder? Ja. So, wir lassen die beiden von denen hier frei. So. Müssen jetzt nur mal gucken, dass wir hier bei der
Landschaft noch gut ein bisschen gemacht. Was rausnehmen. Wir können die ausgebrüteten Dinosaurier in ihre neue Heimat bringen und den Auftrag erfüllen. Ja. Wunderbar. Könntest du bitte hier mal das Tor freimachen? Wunderbar. Dann kommen nämlich noch Kollegen von dir dazu. Hier rennt er los. Fühlt sich noch nicht so perfekt geborgen, weil sein Kollege ja noch reinkommen muss. Und die anderen beiden auch. Schauen wir mal, wie die sich so im Bestand verhalten. Insgesamt 21 idealer Bestand. Okay. Oh, hier der nächste dazu. So. Wie sind es bei denen hier eigentlich aus? Was haben die denn für einen Bestand? Oh, Bestand ist deutlich mehr noch möglich. Brauchen aber an sich schon 5 von sich selber. Das heißt, hier müssten wir auch nochmal ein paar Dinos mit reinsetzen. Wir haben zum Beispiel den hier, den Kollegen. Der passt doch damit rein. Setzen wir den mal dazu. Krankheit. Oh, gucken wir mal. Wo ist die Krankheit? Da drüben. Verstanden. Wenn ich mir das Ganze von oben einmal anschaue, haben wir hier diesen Part, hier hinten diesen großen Part. Da ist mit der Ranger-Station das hier unten eigentlich gar nicht so schlecht bedient, sehe ich. Glaube ich, okay. Wird hier gerne noch von der Optik her da drüben gebaut. Ein Stück Betonmauer dazusetzen. Machen wir das so. Und dafür nehme ich jetzt diese Zaunteile weg. Ja. Wunderbar. Man hat hier diese Betonteile. Sieht jetzt da nicht so toll aus, aber mehr Platz hatte ich gerade nicht. Aber es ist von der Optik ähnlich wenig. Ist ja schon mal. Hier ist unsere Stromerzeugung. Hier sind wir auch noch ganz gut in der Produktion. Wir haben noch 2x97 über, wenn ich das richtig gesehen habe. Hier bei denen müssten wir eigentlich auch noch mal ein bisschen was reinsetzen. Auf jeden Fall müssen wir die beiden Kollegen mal freilassen. Na gut. Und dann führen wir mal hier hin. Ja. Wunderbar. Und dann hier drüben können wir doch auch noch Dinos reinsetzen. Was haben wir denn hier noch? Die haben wir schon, die haben wir noch nicht. Die haben wir schon, die haben wir jetzt hingenommen. Ich müsste mal kurz gucken, was wir jetzt hier schon haben. Wir haben eigentlich nur Triceratops und die. Der steht hier irgendwie ein bisschen drinne. Das soll er natürlich nicht machen. Das heißt, wir könnten eigentlich von den Kollegen mal 2 ausbrüten. Die finde ich eigentlich auch ganz cool. Na? Hier drüben müssen wir die beiden freilassen. Und dann sollten die sich hier eigentlich wohlfühlen. Oder? Gucken wir gleich mal, wenn da einer hinzukommt, erhöht sich hier der Bestand. Genau, und damit es am Ende, wenn einer stirbt, nicht zu Problemen führt, nehme ich hier natürlich gleich noch einen dazu. Von denen hier. Perfekt. Super. Erstmal sollten sie sich so wohlfühlen. Und dann haben wir hier heute mal ein bisschen überzogen mit der Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.